Hier seid ihr jetzt von einem neuen Video. Herzlich willkommen zu Blasphemous 2. Ich hoffe, wir kriegen es direkt gestartet. Ich habe es schon vor Ewigkeiten mir gekauft, als es rauskam. Habe es dann aber zeitlich nicht hingekriegt. Jetzt ist natürlich der Schocktober. Und da muss man sagen, gut, Blasphemous ist da vielleicht nicht schockig genug. Aber ich mag ja auch alles, was Souls-like ist. Ich mag auch diesen gotischen, brutalen, religiösen Stil, in dem das Ganze gepixelt und gemalt ist. Ich mag eben auch das Kampfsystem, hab den ersten Teil auch schon gespielt und deswegen, warum nicht? Ist so meine Meinung, warum nicht auch jetzt? Okay, Leute, viel Spaß. Von euch gibt's nur jede Menge Vorschusslorbeeren. Ist ein sehr gutes Spiel, deutlich flowiger noch als der erste Teil. Aktuell spielen das ja gerade Colin und Anton auf unserem Rocket Beans Let's Play Kanal. Den ersten Teil haben, glaube ich, damals Ede und Colin gespielt. Ich fand es auch, wie gesagt, bei After Dark, glaube ich, sehr toll. Jetzt gucken wir uns aber erstmal das Intro an. Viel Spaß. Oh, und ich hole mir schnell was zu trinken. Cada una nació para poner fin a la otra. Ambas esperan. La vuestra duerme. La mía vela. De este juramento sea el milagro testigo. En el que yo permanezco aquí, para nuestro ansiado encuentro. Herido de silencio, en este recogimiento. Y entonces, mientras la ciudad del Santo Nombre se alzaba sujetada por tres grandes estatuas, se oyeron los latidos rotundos de un gran corazón que emergió de entre las nubes, que resonaban como campanadas de una iglesia invisible más alta que ninguna otra, y que nos hicieron elevar a todos la mirada en una ascética llamada a misa, pues el milagro iba a dar a luz a un nuevo hijo. Wieder mal geiler Anfang, auch der erste Teil hatte da noch ein bisschen anderen Stil, aber einfach so ein richtig packendes, melodramatisches, religiöses Monstrum an Setting, wo man direkt irgendwie drin ist, auch wenn man es vielleicht gar nicht versteht alles und alles sieht geil und weird aus. Also ich mag das sehr. Jetzt kann ich mir eine Waffe aussuchen. Okay, will ich die Keule? Die ist nicht schlecht, sogar an der Kette. Oder will ich lieber zwei Schwerter? Oder lieber hier so eine klassische Lies of P-Sägerei. Ich kann mich gerade nur nicht entscheiden, wir gucken mal. Ist ein bisschen zu lahm, aber das ist auch geil. So, das ist schon cool. Ah, okay, komm. Ich bleib hier.
Ja, ich dachte, ich muss aufladen. Ihr habt euren Begleiter auf diesem Pilgerweg auserkoren. Nur das Mirakel weiß, wann ihr euch in Gegenwart seiner beiden Schwestern wiedersehen werdet. Okay. Darauf bete ich. Hier wurde jetzt gespeichert. Durch die Rast an einem Bett poolt, hätten eure Gesundheit und Flaschen wieder aufgefüllt. Nur so könnt ihr euren Fortschritt speichern. Wenn ihr sterbt, erscheint ihr wieder am letzten Betpult, das ihr besucht habt. Alle Fortschritte, die ihr seitdem gemacht habt, gehen verloren. Kniet vor einem Betpult, wann immer ihr könnt. Okay, aber kann ich eigentlich blocken? Ja, klar, aber... Ah, so, ja. Au! Mann! Okay, vielleicht soll der mich auch töten, ne? Excommunicatenosis. Nee, der soll mir nur zeigen, dass es ein Souls-like ist. Okay, ich verstehe. Ich weiß, Leute. Ich weiß! Erstmal reinkommen! Kann ich den überhaupt schon killen? Kann ich den schon killen? Ich bin mir gar nicht sicher. Erstmal ein bisschen üben. So, unten, oben. Das kann er aufladen. Kann er wahrscheinlich auch, ne? Nee, der kann nicht aufladen. Blocken. Rutschen. Ja. Blocken, rutschen, schlagen. Dauert mir schon zu lang, diese Animation hier. Autsch! Ich würde gerne wissen, wie man Energie wiederholt. Oben, unten, links, rechts. Y, ja, okay. Okay, ich muss unter dem Ding durchdashen. Glaube ich. Ich schaff das. Aber es ist schon was anderes als, ich will die ganze Zeit, will ich ihn anvisieren und um ihn rumtänzeln und es ist, nein, das klappt ja hier nicht. Also wenn er wirft, muss ich glaube ich einfach nur so dashen. Ich wünsche, ich könnte das abkürzen. Ich will das nicht. Da muss ich springen, nehme ich an. Aber ich komme ja auch nicht weg, wenn das Ding wieder wegrollt. Okay, das auch nicht. Nee, noch nicht. Springen. Springen. Alter! Immer einen Ticken zu lahm!
könnte mir fast vorstellen, dass ich hier... dass ich einen Delay habe. Ich glaube, ich habe wieder einen. Keine Ausrede, ich glaube wirklich, ich habe einen. Ist manchmal, bei manchen Spielen merkt man das echt. Okay, werf nochmal. Und dann springen, okay. Rutschen, hauen, springen. Da freuen sich die Tryhard-Schwitzer bei mir im Chat, ne? Dass man sich hier keine Hilfe sammeln kann. Da ist es noch wie früher. Hier sind die krassen Gamer weiter unter sich. Wäre ja auch noch schöner, wenn alle Spaß am Spiel haben. Nein, nein, nein. Gewinnen muss man. Das ist wie im Leben das einzig Wichtige. Fuck! Autsch. Mann, ich weiß es doch! Und so spielt man Souls-like. Das hat nicht so lange gedauert. Mein erstes Zeichen des Martyriums. Das ist ja so ein bisschen, wenn man alter wird, dann hast du ganz viele Zeichen deines grausamen Arbeitsmartyriums. Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Kontoschmerzen. Returned from the tomb and walking among the mourners. Your awakening is now written on the eternal pages. Annunciada is my name, and I hail from the heavenly mountains on high, the seat and the beginning of all that is holy, so that I may address you. Look upon me thus as a preceptor in this enterprise, hailing from the highest of all seats. Penitent one, the miracle shall give birth to a new child in a great heart descended from the clouds that watches over the ancient city of the blessed name from on high. You must reach it to stop its birth. But on this ascending path of penitence, the Arch Confraternity awaits you.
Those penitents that the miracle itself took as its sentinels now await your arrival. Orospina, de la Hermandad de los Bordadores. Hammer. Benedicta, de la Hermandad de la Perpetua Oración. Odón, de la Hermandad de la Sal. Lesmes, de la Hermandad de la Incorrupción. Todos bajo el mando del penitente más antiguo. El primero que fue. Eviterno, padre de los penitentes. Penitent One, the miracle has instilled three regrets in the consciences of three of its guardians. Only by revealing them shall you achieve the humiliation of the sculpted figures that hold up the city, allowing you to ascend to its upper reaches and finally to the Great Heart. Look for the guardians. Okay. Das sind die Guardians, nehme ich mal an. Heilige Gräber. Ja, machen wir doch. Only by revealing the regrets guarded by the three guardians can you ascend to its upper reaches and at last hasten towards the Great Heart. Ja, es gefällt mir jetzt schon richtig gut, der Style, die Mucke, diese geile Sprache, gute Sprachausgabe, all die Animationen der Sprites, alles hier gefällt mir. Es ist einfach gerne, es guckt man sich gerne an und es freut mich, wenn ihr schon gesagt habt, dass das sogar noch besser wäre als der Erstling, weil den habe ich mir auch schon gerne gegeben. Das Ruego Alaba ist die ausgewogenste Waffe in eurem Arsenal. Mit dieser vielseitigen Waffe, mit ihren grob gezackten Klingen, können mächtige Angriffe kombiniert werden, ohne dem Feind einen Moment Ruhe zu gönnen. Durch einen Blutpakt können die Wunden des Trägers geheilt werden, wenn ein Feind verletzt wird. Okay. Drücke in der Luft, unten und X, parieren RB. Kerl. Hat nichts außer seinem Rad. Ah, ist das cool, ey. Manche Angriffe können eure Feinde vorübergehend betäuben. Drückt LT, um betäubte Feinde zu exekutieren. Wenn ihr einen Feind auf diese Weise beseitigt, erhaltet ihr zusätzliche Inbrunst, Tränen der Abbitte und Martyriumspunkte. Wenn die katholische Kirche ein Spiel entwickeln würde, dann wäre das eigentlich genauso. Oh, okay, ich war viel zu sehr in so einem Metzelmodus, ohne wirklich auf meine Energie zu achten. Das war doof. Aber ist ja nicht schlimm, man sammelt ja seine Seelen. Warum heißen die hier nicht Seelen? Hier wäre es doch nur wirklich sinnvoll. Ich wollte gerade hüpfen. Nein. Toll. Das Game basiert ja auf einer spanischen katholischen Tradition mit diesen Büßerhütten, die 2 Meter lang sind. Hüten, Büßerhüten, genau. Ja, die Katholiken, die haben alle einen Schaden. Und das sage ich als Ex-Katholik. Für die gibt es immer nur Buße, Leid, Sünde, alles ist schlimm, oh nein, Leben, eine endlose Abfolge aus schlimmen Sachen wie Steuern
oder Auto fahren und dann in der Stadt verfahren. Nee, nee, mache ich nicht. Jetzt vielleicht unnötig spezifisch, aber ich habe da meine Traumata mit. Spielt man das eigentlich mit analog oder mit Tastatur? Ich spiele mit Digitalpad, weil jetzt gerade spiele ich digital. Deine Seelentränen der Abbitte verlierst du beim Sterben nicht. Du häufst aber Schuld an, was dein Mana-Balken dicht macht. Ah, ihr seht's oben links. Ja, die Schuld macht den Mana-Balken ganz kurz, wie wenn man in sehr kaltem Wasser. Nein, ich weiß es! Ich wollte entweder blocken oder rollen, aber ich habe nichts davon hingekriegt. Stattdessen habe ich das Ding einfach mit meiner Fresse abgewehrt. Die Brücke ist auch aus Leichen. Da muss ich gerade immer an diesen Robin Williams Film denken, wo er seiner verstorbenen Frau quasi nachsucht, dann nachreist und dann so durch so verschiedene Stufen der Qual sozusagen geht oder muss in der Welt, nach dem Tod sozusagen. Da gibt es so ein paar Szenen, wo so alle Leute auf so einem, ja wie so ein See, einfach so ein See bedecken. Also es ist eigentlich ein Boden, aber es sind quasi alles Leute, über die man so drüber laufen muss. Das ist ganz widerlich. Ein geiler Film, aber furchtbare Bilder. Ich habe vergessen, wie er heißt, ne? Hinter dem Horizont, genau, danke. Nicht Hook. Aber manchmal frage ich mich, hört ihr eigentlich nur die erste Hälfte meines Satzes? Hook. Flubber, ja. Aber der Film ist ziemlich traurig. Und ich mag auch nicht die Message, dass man für Selbstmord in die Hölle kommt. Das finde ich schon in allen Religionen unglaublich dämlich. Leute, das ist quasi Victim Blaming. Kirche hat das Victim Blaming perfektioniert. Ist lustig, weil... nicht lustig, aber es ist eigentlich dramatisch, aber passt gut. Weil hinter dem Horizont ist eine Frau in einer, nicht in der Hölle, aber sie ist quasi nicht mehr erreichbar, auch für Leute, die im Himmel sind oder so. Ne? Es ist, wie gesagt, ein Film über dieses Afterlife. Und das ist, weil sie sich umgebracht hat, weil sie Suizid begangen hat, ist sie nicht erreichbar quasi und lebt dann irgendwie mit Spinnen in so einem alten Haus zusammen und kennt ihn gar nicht mehr und so. Und ist ganz irre. Und jetzt hat aber Robin Williams halt auch Suizid begangen, ne? Also es ist irgendwie interessant, weil er wäre jetzt in dieser Welt, wenn die so wäre, dann wäre er jetzt derjenige, der den Platz einer Filmfrau einnehmen müsste. Vorhölle. Naja, es ist, wie gesagt, es ist hinter dem Horizont ein bisschen was anderes als diese katholische Glaubensgeschichte. Das ist ja alles Quatsch. Und auch dieses Dante und so, das ist ja alles furchtbarer Quatsch. Die versuchen das da schon ein bisschen intelligenter und künstlerischer aufzudröseln. Und nicht jetzt hier, die kommen dir nicht mit der alten Religionsnummer. Mir ist gerade jetzt mal ernsthaft... Das ist so verrückt, denn mir ist das nämlich wirklich erst vor kurzem klar geworden. Wird jetzt kein Rant gegen Kirche oder irgendwas. Mir ist nur aufgefallen. Und das ist lustig, weil ich das nie... Es ist so offensichtlich und nie ist mir der Gedanke gekommen. Die Kirche in den hunderten von Jahren, in denen sie wirklich noch richtige Macht hatte in Europa, die haben ja dadurch, dass alle wichtigen Businessleute, alle wichtigen sozialen Knotenpunkte der Gesellschaft, alle anderen, alle Könige, alle Kaiser, alle mussten ja haben gesündigt und haben dann gebeichtet. Vergib mir, Vater, ich habe gesündigt. Sprich offen, mein Sohn, der Teufel verführt uns im Detail. Ich habe die Nintendo Wii mitentwickelt. Ich habe dem Entwicklungsteam von Duke Nukem Forever gesagt, sollen sie mal nicht so stressen. Sprich weiter. Ich habe die Quicktime-Events erfunden. Und ich habe die deutsche Version von Metal Gear Solid synchronisiert. Alle Stimmen! Alle! So spreche ich dich los!
von deinen Sünden. Ja, bitte. Im Namen des Dreiecks, des Quadrates und des Heiligen Kreises. Hex. Das heißt, eigentlich haben die ja als einzige die NSA gehabt, zu einer Zeit, wo es die noch gar nicht gab. Die Kirche war die NSA, weil die alles wussten über die ganzen Schmuddelkram, über die alten, reichen Schweine. Manchmal waren es wahrscheinlich auch Kollegen. Und dadurch hatten die ja nicht nur die Macht, die sie eh hatten, durch Geld und den Glauben und die dummen Leute, die noch nicht mal die Bibel lesen konnten und sie haben die dann interpretiert. Und das gibt es ja auch in anderen Religionen, dass dann die Leute, die es interpretieren, einen Haufen Scheiße hinzubasteln. Aber in dem Fall, da gab es den Ablasshandel, ich weiß. Aber da wäre ich nie drauf gekommen, dass die ja voll hinter allem stecken konnten, weil die alles wussten. Die wussten den Dreck von jedem Einzelnen. Die konnten jeden Einzelnen quasi auch erpressen. Und natürlich wussten sie, hier, der Klaus Kollegulus, der Dritte, hat gestern Apple-Aktien gekauft. Dann kaufe ich die jetzt auch, weil dann werden die sicher nach oben gehen. Ist eine andere Zeit. Wahrscheinlich hat er nur Apple gekauft. War aber derselbe Stil dahinter. So, was sagt ihr dazu? Ich finde, dass das, also mir ist das ja gar nicht bewusst gewesen. Mir hat das dann irgendwann jemand gemeint, dass das ja auch krass ist. Und dann ist mir das erst bewusst geworden. Stimmt, die hatten die ganze Macht auch über die Leute, die Macht hatten. Nicht nur durch die ganzen Geschichten und diesen sozialen, göttlichen Druck auch, ne, dass du einerseits dich an Gott halten musst und du da musst, die Gesellschaft hat das sehr eng beobachtet, wie dann auch Leute moralisch waren und so. Wenn du es nicht warst, war egal, was du warst. Die haben dich dann abgesetzt oder umgebracht. Aber in dem Fall schon ziemlich krass, ne? Die haben einfach NSA erfunden, die Kirche. Wollte ich nur kurz mal so loswerden, da habe ich drüber nachgedacht. Und es ist so offensichtlich und ist mir nie in den Sinn gekommen. Das hat mich am meisten irritiert, dass so eine einfache Sache, man hat der Kirche, ich habe da früher einfach quasi vertraut. Ja klar, ich sag da meine Sünden. Ist doch was. Ich meine, ich sag dir eigentlich Jesus. Ist ja nur der Vermittler da in dem Schuppen. Aber ja, dass ich mich da eigentlich total angreifbar mache, die Idee ist mir nie gekommen. Welcome to my most humble of workshops, which is a flurry of sawdust, glue and varnish. Montagnez is my name. One of those who, with steady hand and silver chisel, patiently carve out from the wood the faint. No trace of light remains in my glassy eyes. Yet still I know what thou seekest and needest. For are we not all penitents on this earth? The miracle proclaimed that, as my profession was that of a master sculptor, I should carve in wood the figure of the Most Blessed Lady as my last work of art. Penitent one, I beg you, help me in this, my final piece of work. Seek out for me the finest chisels and tools, the most wondrous of pigments, and the most delicate of varnishes. Was für ein Chisel? Was für ein Chisel-Manizel? Was wirst du hier mitbringen? And I can sculpt for thee figures that will fit into the altarpiece you carry on your back. Like this very one I offer to thee here. Please accept this as a gesture of my unending gratitude. It is but the first piece of many more I shall carve for you. Now I shall place it upon the altarpiece upon your back, and you will feel its grace, but also its burden. The hands of the miracle will guide me in the carving in accordance with the memory you bring me. May they guide thee as they guide me, penitent one. Okay. Ja, wird ja jetzt auch gerade gesagt, sind halt die Perks, die man sich dann geben kann. Aber ich habe ja noch nichts. Er hat ja nichts geschisselt.
nix geschisselt kriegt. Okay, nur ein Schissel. Werkzeug überreichen haben wir nicht, ne? Wir haben eigentlich nichts. Wir haben keine Mementos, keine Gegenstände, keine Werkzeuge. Die Kapazität kann man sicherlich auch noch nicht. Doch, kann man, okay. The centerpiece on your back now has more capacity. Here, I will wait for you until you gather more marks of martyrdom to extend your altarpiece. May the hands of the miracle guide thee, penitent one. Gehen wir mal überall rein, ne? Niemand erwartet die spanische Inquisition. Vielleicht müssen wir hier mal ein paar Sünder erleichtern um ihr Leben. Guck dir das an. Wir laufen die ganze Zeit auf seinem Anzug rum. This heavy curtain that separates sin and confession, crime and judgment, conceals not but shadows. Here in my darkness, there remaineth but tears for me, and forgiveness for those of you who seeketh it. Where are the bereaved now? Where are the repentant? How long since the long agony of this sacrament began? Now that your penance of silence and the pain that plagues your flesh has led you to my dark confessional, let me purge the guilt you bear. Ja. And thus alleviate. Gib mir den blauen Balken. Do you wish to purge? Das kostet sogar noch. So be it. Geschickt, geschicktes Businessmodell. The sacrament has been completed. Your guilt has been purged. But now go in peace. Ob ich wohl Ärger kriege, wenn ich dem irgendwie seinen Frack abschneide? Diese Dekadenz. Schlecht, die Karte. Man erkennt auf jeden Fall einiges. Simpel, aber funktionabel. Kann ich hier runter? Nee, okay, sonst... Nee. Und hier auch nicht? Doch. Geil. Oh, da kann ich wahrscheinlich dranhängen, aber kann mich jetzt noch nicht dranhängen, aber ich könnte irgendwann. Das war jetzt natürlich ein Konter, wenn man den perfekt trifft, was nur wenigen Menschen vergönnt ist. Die ja, sehen dann, wie das Ding zurückgeschlagen wird. Au.
Und hier bräuchte man jetzt wieder was, ne? Okay, das müssen wir irgendwann mal uns kaufen, das Item. Nee, halt einfach nicht runterhüpfen. Moment. Also das ist ja komisch. Ich habe ja keinen Doppelsprung, ne? Also muss ich dann doch vielleicht hier weiter? Weil sonst würden die einem ja die Möglichkeit geben, hier wieder hochzukommen, oder? Oder muss ich hier irgendwie anders zurück? Die zeigen es mir ja sogar, ne? Kann ich nicht hier auch wieder? Nee, ich kann nicht zurückspringen. Ich probiere es mal weiter. Simon, was ist eigentlich mit Mon plus France? Gibt es das noch? Die ersten drei Folgen war cool. Ne, es waren ja nur drei Folgen, leider. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwann nochmal fortgesetzt wird oder so. Das war jetzt halt einmal so eine Geschichte, ne, wie das so häufig ist. Und ist dann immer auch verkauft von vornherein für mehrere Folgen und in dem Fall waren das halt drei. Mann! Sowas habe ich gesucht. Ah, okay, hier geht's wohl nicht weiter. Ich weck die auf jeden Fall nicht. Und das Kind auch nicht. Die scheint jetzt erstmal eine Weile bedauern zu müssen. Natürlich versteht man hier nicht alles, aber nach und nach wird das sicherlich auch wieder in eine dichte Lore verpackt werden. Scheiße, hier kann man halt nichts machen. Kommt man nicht durch. Vielleicht dann einfach hier lang. Okay, ist wohl so ein Miniboss. Erstmal wieder rauskriegen, wie der funktioniert. Wo war das denn nochmal auf der Art? Ah, hier. Ja, okay. Ich hab versucht rechtzeitig. Ah, was soll ich denn da machen gegen seinen Zauber? Blocken geht ja noch. Der wird nicht gekontert scheinbar. Mann, fast. Aber jetzt schaffe ich's.
beim Blitz durch ihn durchdashen. Ah, ja, das Dashen habe ich ganz vergessen schon wieder. Autsch. Ja, hätte ich jetzt blitzen sollen. Au. Okay. So, ein weiteres Zeichen des Martyriums bekommen. Who are you, whose face and name you keep hidden? No. Your name is of no consequence if your footsteps have led you to me. Yerma is mine own. But this is not the right moment, for the steps that my promise inspires are swift, and the will that directs them unshakable. This hatred, which blinds my reason with shadows. I must leave at once. Hm, neue Waffe. Okay, wir können jetzt also weitere Techniken für unsere Waffe freischalten. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das die richtige Waffe ist für mich, aber ich meine, gut ist sie schon. Aber vielleicht bin ich immer noch ein bisschen traurig, dass ich nicht den ganz großen Hammer genommen habe hier. Ein Steinball. Ich wette, jetzt kann ich mich an den Wänden, ja. Resistenz gegen physischen Schaden, ja. Ah, so. Ach nee. Aber ist nicht schlimm. Ja, wann kommt denn Lord of the Fallen eigentlich raus? Kommt das jetzt diesen Monat? Ich glaube ja, ich weiß es aber auch nicht mehr genau. Alle reden gerade über Lord of the Fallen. Das werde ich natürlich auch spielen. Mann, ich habe jedes Mal gedrückt.
Ah, ich hätte ihn aussaugen müssen. Das hätte mehr gebracht. Mann, blocken. Ich hätte kein einziges Mal korrekt geblockt. Aber man hat gesehen, dass ich es versuche. Nein, vielleicht wollte ich das ja gar nicht. Ein vergessener Tribut. Das ist doch auch wieder ein geiles Item, oder? Eine Münze, viel länger als die Position. Okay, eine seltene Münze. Okay. So läuft's hier. Alter, ein Klumpen, ein Duftklumpen nach dem anderen wird eingesammelt. Eine weitere Prüfung Gottes habe ich hinter mich gebracht. Zu Hause werde ich mir erstmal schön die Büßerpeitschen auf den Rücken knallen für meine Arroganz. Hast du vielleicht eine neue Statue, mein Freund? Schau dir nochmal die Gebete an. Okay, machen wir gleich. Frey, how can I assist thee? Resonanzhammer des Bildhauers gebe ich dir. This mallet is so wonderfully balanced in the hand that it feels quite effortless to move. Know that you have my gratitude, penitent one. Ah, kann leider nicht aufwerten. Habe ich ein Memento? Auch nicht, okay. May the hands of the... Also das mit dem Beten muss ich mir jetzt gleich nochmal angucken. Wo kann ich denn beten? Gebete, Gesang, also unten plus B. Unten plus B. Okay, gucke ich mir gleich mal an. Oh. Ja, Blutpakt klingt gut. Klingt auch gut. Habe ich aber nicht mehr. Okay. Dann ist es das. Okay. Was hier ist? Kunde? Als er die Frage des jungen Mannes hörte, füllte sich der Blick des Älteren mit Melancholie. Ja, diese Kirche gehörte zu einem vergangenen Zeitalter, einem so alten, so chaotischen, dass es scheint, als wolle es aus der Erinnerung verschwinden. Ein Zeitalter, in dem die Zeit selbst beschloss, in einem immerwährenden Sonnenuntergang anzuhalten und in dem sich jeder Mensch nur nach den Plänen des Göttlichen sehnte. Aber so geschah es, dass der Glaube dieser Menschen verblasste und Jahr für Jahr leise aus ihrem Herzen entwich. Und doch steht diese verlassene Kirche noch immer, ihre Fundamente so fest wie eh und je,
als ob sie auf etwas gewartet hätte. Als ob sie sich weigerte, den Glauben aufzugeben, den so viele bereits verloren hatten. Und der alte Mann stand da und starrte gedankenverloren auf den robusten Stein. Hier könnte man jetzt noch mehr, ne? Noch mehr Kunde. Kann ich die eigentlich benutzen? Nee. So, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wie geht das nochmal hier? Gesang unten und B. Ah, und dann kann man oben, unten, links, rechts auch nochmal belegen. Das ist gut zu wissen. Wollt ihr dieses Opfer bringen? Helfen die ihr beim Anziehen oder ziehen sie aus? Belästigen sie diese kleinen dicken Kinder? Was habe ich da gerade was aus mir rausgerissen? Was soll immer diese Faszination mit Blut? Open up the skin and red flesh. Uncover the lie that my shell conceals, for I am only blood and bones. So allow the chalices to be filled with those who toast kings and priests. Now I shall grant thee a new flask. Geil. Das ist richtig nice. Bring me more vials. Blessed are we, for I behold a penitent. Humbly allow us to present ourselves to your reverence. We are Medardo and Escolastico, pilgrim merchants and scribes by trade. Da. You never know where precious assets may be. What prey can be unjust or malevolent in walking the roads in pursuit of a twofold profit? That of the pocket by selling, and that of the spirit by prayer. While Medardo pays penance in his meditative meanderings, I take care of the business side of things, sparing not a drop of ink to write about the beautiful landscapes of the many varied paths we travel. But go ahead and cast your eyes upon our shop window. Ja, es sollte einfach automatisiert laufen. Oh. Ja, okay, haben wir alles, ne? Kein Geld, kaum Geld. Kann ich was verkaufen? Nee, du willst gar nichts, ne? Aber ich könnte geilen Shit dir geben. What a pity. Hier könnten wir also handeln. Wandel durch Handel. So, eine Sekunde. Ich muss mal kurz was machen. Ich muss kurz aufs Klo. In 3 Minuten wäre eh Werbung. Wir machen kurz hier einmal Werbung und dann spielen wir noch ein bisschen weiter. Ich hoffe, es gefällt euch. Gleich geht's weiter mit Blasphemous 2. Bis dann. Und da sind wir wieder. Danke fürs Warten. Ich habe mich extra versucht, ein bisschen zu beeilen. Wir sind bereit für neue Sünden in Blasphemous 2. Blasphemous. Dafür alleine komme ich wahrscheinlich in die Hölle. But I don't care anymore. Oh, toll. Toll. Gefällt mir jetzt schon die Musik. Die neuen, stärkeren Schläge machen auch Bock. Oder ich bild sie mir vielleicht auch nur ein, das weiß man nicht.
dass sie stärker sind, aber es fühlt sich so an. Die anderen sind so schwach. Hier, da. Genau das und dann das. Dann das und dann das und dann... Ah, das war so schön. Knapp. Beten, das ist deine Antwort auf alles, ne? Oh. Was? Kinder? Oder sehr kleine Männer? Okay. Also zur Problemlösung kann das auch, Rätsellösung, immer eingesetzt werden, hier diese Geschichte. Ah, von unten. Okay, komm. Ich hab doch geblockt. Ja, wahrscheinlich nicht perfekt geblockt und dann... Irgendwie muss ich das Ding da links. Das ist schon Castlevania-Style, die ganzen Lichter aus, aber da gibt's nichts für. Eine Falle. Komm, ich will einmal. Ah, schon wieder nicht ganz wegknuspert. Warum brauchst du so lange? Scheiße. Ja, dann, man merkt vor allen Dingen, wie ich denke, nee. Was sagst du? Jetzt ist doch safe links auch aufgegangen. Ja, aber wollte ich denn... Ich wollte doch eigentlich... Ja, stimmt. Wo wollte ich eigentlich lang? Genau. Ich bin ja nach rechts gelaufen, also bin ich da einfach weiter. Aber jetzt landete ich ja am Anfang. Ah, das aber leider nicht. Ja, scheiße. Ich muss euch warnen, alle, die sagen, sie würden gerne mal nach Hamburg für ein Foto oder so. Wir sind natürlich fast nie da. Also ich meine, wir sind schon häufig da, aber natürlich im Gebäude. Und ich bin ja fast nie da, weil ich in
Berlin wohne. Also am besten ist aber, und das kann wirklich sinnvoll sein, eine E-Mail an kontakt@rocketbeans.de schreiben und dann einfach bei einem unserer Führungen dabei sein, die regelmäßig stattfinden jede Woche. Ich frage mich jetzt gerade, wo meine Sachen liegen. Bin ich unten gestorben? Nö, ich bin doch eigentlich oben gestorben. Vielleicht muss ich den Kram auch hier gar nicht holen, aber es... Ihr habt ja eben... Also normalerweise gibt es ja diese... Ja, diese komische... Die Hieroglyphe, die man aufsammeln muss. Weil ich müsste doch jetzt hier sein, oder? Ach, hier war's, ja. Die Kleinen sind ganz schön nervig manchmal. Ich gehe nochmal hoch. Vielleicht habe ich da noch was übersehen. Auf jeden Fall habe ich gut Kohle wettgemacht. 6000 ist schon ganz anständig. Da wollte ich lang. Mann! Jetzt kannst du mich mal. Reißt. Ich dachte, ich kann da was einsammeln. Okay. Okay, jetzt läuft's. Du kleine Sau! Aber ist die falsche. Aber ist trotzdem eine gute Schatztür. Muss ich das jetzt nochmal resetten, ne? Ja. Bet. Stell euch mal vor, beten würde wirklich so funktionieren hier. Dann hätten alle Päpste und so und alle, also alle Päpste, gibt nur einen, ne? Aber die ganzen Bischöfe und so, die hätten dann immer so eine komische Beetplatte, da würden die sich dann draufsetzen und dann würden die wie so ein UFO wegfliegen und Beet, würden die dann immer sagen, Beet. Ey! Das gibt's ja wohl nicht. Eine Frechheit.
Ach, Berührung, ja? Auch schon. Okay, ich kann eigentlich hier gerade nichts mehr riskieren jetzt. So, jetzt. Müssen wir sie alle haben. Cool. Das hat sich gut gelohnt. Ich weiß nur gerade nicht, wie ich hier wieder wegkomme. Ah. Ach, toll. Einfach toll. Dass sie auch nicht brüllen, so, geh doch mal runter, ey. Oh, hast du Kacke an den Stiefeln? I knew it. Diese Mauer kann mir gar nichts. Mann! So. Mann, ich dachte, diesmal habe ich ihn. 1, 2, 3 und... Ah, jetzt geht's. Mann, was ich für geilen Schmodder kriege, wo ich nicht mal eine Ahnung habe, was das ist. Oh, nee. Ach, ich könnte auch mal mehr noch wieder diese Magie oder was das ist benutzen, ne? Oh, ist das schön. Das sind so schöne spezialisierte Finisher für die großen Kerle. Und die Musik ist auch toll. Also es ist wirklich ein sehr, sehr toller Titel. Jedem kann ich den nur empfehlen. Der halt auf sowas steht. Ne? Man muss schon natürlich auf 2D Dark Souliges mit einem Kirchenbezug Bock haben, aber da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ne? Timing geht auch gut ab, also man muss nicht perfekt blocken, aber ja, es reicht schon. Also es ist nicht so, dass es einen stört. Dass man denkt, oh, ist nichts für mich. So. Kriegt jeder hin, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ach, das ist hier, ne? Okay. Ja, dann machen wir jetzt eine schöne Sache. Wir werden jetzt hier büßen. Und dann hören wir auf. Welcome zu seinen Füßen werden wir büßen. Monica.
But the beauty of each bud conceals a thorn in my side. A penance that I carry with exultation that brings me closer to my purpose. And perchance. Natürlich wird hier erstmal gebetet. So be it. Gib den Shit her. The sacrament. And now go in peace. Na gut. Okay, Leute, jetzt machen wir kurz hier erstmal Schluss. Ich weiß nicht, ob ich heute nochmal online komme. Wenn, dann vielleicht nochmal für irgendwas Spontanes. Vielleicht Lies of P oder ich spiele Cyberpunk weiter. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber das ist ein ganz toller, herausragender Titel, der auch euch viel Freude machen wird, wenn ihr ihn holt. Er ist mittlerweile ja auch relativ günstig. Also, was heißt relativ? Der erste ist günstig, wenn nicht sogar umsonst bei Epic. Aber ja, den zweiten, der macht mir fast noch mehr Bock. Aber ihr solltet, wenn ihr Bock habt, erstmal mit dem Einser anfangen. Habe ich hier irgendwas Sinnvolles? Ah, okay. Memento habe ich auch nicht, ne? May the hands. Einmal würde ich gerne nochmal in mein Menü und nochmal raffen, wie ich hier die Waffen oder was ich da alles einsetzen kann. Hier habe ich einen, okay. Letzten Moment RB. Ja, super. Also man will das schon direkt weiterspielen, ne? Irgendwie, wenn man das so sieht. Die Waffe ist schön, die Pixelgrafik ist toll, Animationen sind sehr, sehr angenehm. Erhöht die erlangte Menge an Tränen der Abbitte. Die Resistenz gegen jeglichen physischen Schaden erlangt die Menge an Tränen. Ja, also dass ich halt also mehr Loot bekomme, wenn ich das richtig sehe. Oh, und hier sind noch mehr Gebete. Ah, zurück zur, genau, das will ich jetzt mal machen. Digital unten ist dann das und was heißt das hier? Vers, also LT. Wir gucken mal gerade. Nee, Moment. Das war nicht richtig. LT und dann B. Ach so. Okay. Ja, okay. Und unten... Ah, okay. Aber das wäre jetzt das Gebet gewesen. Der Gesang bringt die Büßer zurück zur Stadt des gesegneten Namens. Ich glaube, da sind wir gerade. Und das ist dann das Feuerding. Nee. Und plus B. Ach, ich bin leer. Deswegen. B und B unten. B und B unten. Nee, ich glaube, ich habe es schon richtig gemacht. Okay, dann höre ich jetzt hier mal auf, weil das war... Nee, Moment. Aber wie speichere ich denn? Dann speichere ich nochmal schnell. Hier! Da ist doch schon Speichi. So. Er speichert das nackte Kind von unten rechts. Speichert. Wir hören jetzt an dieser Stelle auf erstmal mit einem doch sehr schönen Tag heute. Wir haben sehr viele Spiele uns angeguckt, gute wie schlechte. Und werden die natürlich alle in Zukunft auch wieder auf YouTube packen. Ein schöner Schocktober, gefällt mir bisher, habe schon viele neue Spiele auch wieder entdeckt oder auch alte, die ich wie Blasphemous spielen wollte unbedingt, endlich mal angefangen und das kann ich mir auch vorstellen, nochmal weiter zu spielen. So ab und zu mal ein Stündchen, bis man irgendwann vielleicht durch ist, so das sieht doch eigentlich gut aus. Danke, liebe Menschen, danke an Bugvictim, der gerade hier auch noch Abos verschenkt hat, danke an alle. Ansonsten gibt es von mir jetzt ein kurzes Fazit zum Spiel. Es ist wundervoll, es ist herrlich, es sieht toll aus, es hat tollen Sound, es hat schöne Animationen, es ist... in jeglicher Hinsicht richtig gutes Hack'n'Slay mit Souls-like Timing und Spielmechanik und natürlich auch Moveset. Dann hat es diese eigene Welt rund um die Religion, die mir auch gut gefällt, finde ich, weil sie passt einfach zu sowas Dark Souligem. Die anderen sind jetzt alle weg, macht's gut. Und wenn ich nicht den ersten Teil schon gespielt hätte und deswegen dachte, dass ich beim zweiten weiß, was mich erwartet, hätte ich das wahrscheinlich auch viel früher gespielt. Trotzdem bin ich froh, dass ich jetzt nochmal angefangen habe, auch wenn es schon seit einer Weile raus ist. Wenn ihr das jetzt anfangen wollt, würde ich euch empfehlen, einfach den ersten spielen. Der ist ähnlich, spielt sich ähnlich und ist genauso gut ausgefeilt und aufeinander abgestimmt. Da sind nur ein bisschen andere Videosequenzen, sieht alles ein bisschen anders aus. Auch der Stil ist ein bisschen anders, aber im Grunde ist es doch das, was ihr hier gesehen habt. Ich kann es nur empfehlen. Einer der großen Titel, die ich in diesem Monat auf jeden Fall die Ehre hatte, spielen zu dürfen. Und ihr habt jetzt die Ehre, wenn ihr Bock habt, mir zu helfen, indem ihr einen Daumen nach hoch macht.
kommentiert. Gerne auch mal ein bisschen mehr, gerne ne, 7 Wörter, sage ich immer, weil eine gewisse Länge sollte man haben für den Algorithmus. Und natürlich meinen Zweitkanal nicht vergessen, Montalk. Einfach mal draufgehen, Montalk und dann abonnieren, das reicht mir erstmal. Und wenn ihr irgendwas seht von mir, mit mir, von mir, über mich, einfach mal liken, das hilft mir enorm. Ansonsten, ja, gibt es nicht so viel, ne, auf Twitch gibt es immer täglich Programm, jetzt gerade natürlich ohnehin zum Schocktober. Dann ist regelmäßig, gehen im Chat Links raus, wo ihr helfen könnt, supporten könnt, spenden könnt, was auch immer ihr machen wollt. Merch gibt es auch noch bald dieses Jahr. Es gibt also viel zu tun. Jetzt sage ich erstmal Tschüss und wünsche euch noch viel Spaß, die ihr alle jetzt schon da seid, bei dem guten Florentin. Der ist fast jeden Tag da und spielt World of Warcraft. Guckt einfach mal bei ihm vorbei, aber gerne auch bei den ganzen anderen Kollegen. Ne? Da haben wir den Krogi. Da haben wir die Mara, da haben wir den Wirt, da haben wir, Florentin haben wir schon gerade gesagt, Ede und Nils, Booty Bros sind auch ab und zu da. Und jetzt natürlich haben wir ja auch noch die Neuen, den Soon, ne, den Densen, also es wird immer mehr, die große Twitch Rocket Beans Community ist auf jeden Fall am Wachsen und gedeihen. Bis dann Leute, wir sehen uns vielleicht beim nächsten Video, mit vielleicht, meine ich ganz sicher, bis dann. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, was für ein Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Boah, so zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Ich dachte so!